befremdend finden, wenn die 14 ohne eigentlich das 15. gleichberechtigte Mitgliedsland Österreich überhaupt zu konsultieren, sich zu solchen Schritten verstehen. Die Österreichische Volkspartei wird von Haider ausgeblutet werden. Dieses Ziel ist offensichtlich. Herr Haider zielt auf die Rolle der stärksten Partei, zielt auf die Kanzlerschaft. Wer ist ein Faschist? Und die FPÖ ist eine neofaschistische Partei. Einerseits doch versuchen zu erklären, was eigentlich die Situation in Österreich wirklich ist und was die Bevölkerung in Österreich wirklich denkt. Und auch darauf hinzuweisen, dass es ja ein blanker Unsinn ist, jetzt zu behaupten, dass es in Österreich, dass Österreich ein Volk von Faschisten wäre. Unser Vorschlag über Neuwahlen, die Krise des Landes zu lösen und letztendlich den höchsten Souverän, nämlich das Volk, entscheiden zu lassen, was es will und was es nicht will, dieses Angebot gilt bis zur letztendlichen Entscheidung des Bundespräsidenten. Ich glaube, die gegen diese neue Regierung, so sie denn zustande kommen soll, eingestellt sind, sind das eigentliche Österreich. Wir werden uns nicht an der Hetzjagd, die die Sozialisten auch gegen das eigene Land wieder inszenieren, beteiligen. Für uns gilt das Prinzip, die Interessen des Landes kommen vor den Interessen der Partei. Wenn die SPÖ wirklich interessiert ist, in die Regierung zu gehen und wenn es dem Herrn Haider ernst ist mit Österreich, dann sollte er als Parteiobmann zurücktreten. Wenn ich diese Regierung angeloben sollte, tue ich dies nicht aus persönlicher Überzeugung, denn ich fürchte, dass Österreich international Schaden zugefügt wird. Oder Auftrag. Der Präsident hat die Aufgabe, Österreich zu vertreten. Wir sind ein Teil von Österreich und wir sind ein Teil der österreichischen Demokratie. Und unter diesem Gesichtspunkt wird der Bundespräsident alle seine Möglichkeiten nützen, auch Kritikern von uns zu erklären, dass sie vielleicht nicht im Vollbesitz der wahren Information sind. Was wir brauchen, ist deshalb eine gesamtösterreichische, wahrhaft überparteiliche Anstrengung, die echten Sorgen im Ausland zu verstehen, die Angriffe zurückzuweisen, die Heuchelei zu entlarven und die bisher so eindrucksvolle proeuropäische Einstellung in Österreich zu festigen. Gesetzt. Nächster. Gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes ernenne ich Sie, Herr Dr. Wolfgang Schüssel, zum Bundeskanzler. Soweit es in Ihrer Macht steht, passen Sie mir auf. Unser Land ist in Gefahr. Und wir beten deshalb darum, dass Gott seine schützende Hand über uns hält, über alle Menschen, ausnahmslos. Und ich finde auch, die Freunde in der Europäischen Union sollten innehalten und nachdenken, ob sie mit tauglichen und vor allem mit verhältnismäßigen Mitteln hier ihre Sorge zum Ausdruck gebracht haben. Ich bitte daher alle politischen Kräfte unseres Landes, alle Österreicherinnen und Österreicher und auch unsere Partner in der Europäischen Union und in der Welt, der neuen Bundesregierung eine Chance zu geben. Meinungsäußerungen der unterschiedlichsten Art zum Thema Regierungsbildung zusammengestellt und ausgewählt von Gerhard Vogel. Die Freiheitlichen sind jetzt in der neuen Bundesregierung. Der Bundespräsident hat diese Bundesregierung angelobt. Er hat in Mimik und Gestik bei dieser Angelobungszeremonie seinen Widerwillen zum Ausdruck gebracht. Zumindest wurde es so interpretiert. Und er hat in einer für ein Staatsoberhaupt äußerst ungewöhnlichen Form publiziert, dass er eine Regierung angelobt, die nicht sein Vertrauen genießt. War das die Vision, Herr Dr. Haider, die Sie hatten, als Sie von einer Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen träumten? Meine Vision ist einfach, einen Beitrag zu leisten mit unserer freiheitlichen Bewegung, dieses Österreich in einen Zustand der normalen Demokratie zu führen. Denn es ist eine ungewöhnliche Situation für eine Demokratie, dass es 30 Jahre lang keinen wirklichen Wechsel gegeben hat. Dass 30 Jahre eine sozialistische Partei die führende Kraft in der Regierung ist und dass das sozusagen als Verbrechen besonderer Art gerügt wird dann, inklusive der internationalen Reaktionen, dass es einen Wechsel in der Demokratie gibt. In Wirklichkeit leisten wir Freiheitlichen nur einen Beitrag zur Normalität des Landes. Und darüber diskutieren wir heute in unserer
Pressestunde. Mit uns diskutieren Peter Rabel, Chefredakteur des Kurier, und Klaus Reitan, Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung. Kollege Reitan, bitte. Herr Landeshauptmann, die Achse Bundesregierung, Bundespräsident ist für das Funktionieren des Staates wichtig. Diese ist gebrochen. Die Frage ist, wie ist sie reparierbar? Oder werden die Freiheitlichen unter ihrer Führung als Parteiobmann versuchen, der Frage nachzugehen, wie es zu diesem gelinde gesagt verheerenden Auslandsecho gekommen ist? Es gibt die Vermutungen, der ehemalige Bundeskanzler Klima, der amtierende Bundespräsident Klestil stünden dahinter. Beide haben dementiert, die Behauptungen halten an. Wird es darüber am Dienstag, wie angedeutet, parlamentarische Debatte geben? Denken Sie daran, dass das Ihre Fraktion verlangen wird, das parlamentarisch einem Untersuchungsausschuss zuzuführen? Ich möchte das nicht ausschließen. Ich bin nicht im Parlament, daher will ich den Entscheidungen der Parlamentarier nicht vorgreifen. Aber wenn sich die Verdachtsmomente erhärten, dass hier sehr bewusst von Österreich ausgehen, und zwar von Leuten wie einem abgetretenen Bundeskanzler, der Versuch gemacht worden ist, international die Öffentlichkeit gegen uns und gegen den Wechsel in Österreich zu mobilisieren, dann bedarf das natürlich einer gründlichen Untersuchung. Und können Sie sich vorstellen, wenn es zu diesem Untersuchungsausschuss kommt, die Untersuchungsausschüsse dürfen lediglich die Verwaltungstätigkeit der Bundesregierung untersuchen, haben aber die Möglichkeit, Auskunftspersonen einzuladen. Können Sie und Ihre Fraktion sich vorstellen, Bundespräsident Klestil dort zu zitieren? Selbstverständlich. Ich glaube, dass wir gute Erfahrungen mit den Untersuchungsausschüssen haben, die ja so wie einem strafrechtlichen und zivilrechtlichen Verfahren unterliegend abgewickelt werden bei uns. Das heißt, es ist also durchaus die Möglichkeit der Zeugenladung auch des Bundespräsidenten, aber auch von Persönlichkeiten aus dem Ausland. Ich kann mir das durchaus vorstellen, wobei das Parlament und die Mehrheiten im Parlament zu entscheiden haben. Denn ich glaube, dass es auch im Interesse derer ist, auf denen jetzt der Verdacht liegt, dass sie sozusagen glaubwürdig beweisen können, auch in einem solchen Untersuchungsausschuss, dass sie nichts damit zu tun haben, dass sie sozusagen nicht eine Art politischen Hochverrat gegenüber Österreich begangen haben. Dazu muss man natürlich, glaube ich, fairerweise sagen, dass sowohl der Bundespräsident als auch der Bundeskanzler, der frühere Bundeskanzler, selbstverständlich jeden Zusammenhang dementiert haben. Ich sage Ihnen nur eines, nachdem ja die Situation und versucht worden ist, tatsächlich das Ausland mit in die Pflicht zu nehmen, damit in Österreich ein Wechsel nicht möglich ist. Ich bin sozusagen ein lebender Zeuge, der Gespräche geführt hat, auch mit einem ehemaligen Bundeskanzler. Und ich weiß, der mir in einem der letzten Gespräche ganz unmissverständlich gesagt hat, jetzt geht es wirklich um Österreich, sonst hätte ich mich verschwiegen. Aber es ist so ungeheuerlich, was hier passiert, dass ich das einfach sagen muss. Er hat mir erstens angeboten, dass die Freiheitlichen eine Minderheitsregierung der SPÖ stützen sollen, dass wir ein Jahr lang kein Misstrauensvotum stellen, dass wir das Budgetprovisorium mit Ihnen beschließen und dass ich zwischen 2 und 4 aus der FPÖ stammende Experten in die Regierung entsenden kann. Und jemand, der das anbietet und gleichzeitig aber jetzt in einem nicht ganz unbegründeten Verdacht steht, das Ausland mobilisiert zu haben, hat mir auch bei diesem Gespräch gesagt, kann dir wenig helfen.